In der Tat, Ma'am, weil er dazu beiträgt, Leuten Angst einzujagen. Dass sie ihn hier in dem Keller entdeckt haben, kommt unerwartet. Trotzdem ist es mit Sicherheit der besagte Spiegel, insbesondere da er so ein außerordentlich hübsches Antlitz präsentiert. Sogar just in diesem Moment. Ich meine, just in diesem Moment. Justin. Da steht Justin. Hm. Ja. Das ist ihr Gesichtsmuster. In der Tat, Ma'am. Man sagt, dass in diesem versilberten Glas magische Kräfte stecken. Das erinnert mich an ein äußerst spiegelndes Rätsel. Vielleicht sind sie damit vertraut. Oh Gott, noch ein Rätsel. Tiefe Spiegel. Ach, das sieht doch mehr nach Logik aus. Lasse dein Licht auf den Schatz leuchten, der am Grund des Sees liegt. Du liest mit. Okay, ja. Unter Wasser finden sich geheimnisvolle Kristalle, die Licht wie Spiegel reflektieren. Berührst du einen dieser Kristalle, wird er mehr als doppelt so groß. Und dann kann er die Richtung ändern, in die dein Licht reicht. Es wird erzählt, dass etwas passiert, wenn das Licht auf den Schatz trifft. Mhm. Verdammt! Diese Analyse sollte ein Kinderspiel sein. Ich dachte, man könnte die drehen, dann wäre es ja noch einfacher geworden. Das müsste auch gehen. Ah, du hättest es fast. Ja. Ach nee, ah nein, das ist ja nur, wenn man das dreht. Nee, dann... Oh. Okay, nee, das ist... Oh. Ach so, ja, jetzt weiß ich, wo es hängt. Ah. Ich glaube, meins sah anders aus, wenn ich mich nicht irre. Also es müsste auf mehrere Arten und Weisen gehen. Wir haben noch ganz viel Schokolade da. Erleuchtend. Als das Licht den Schatz erreichte, schwamm er seltsamerweise direkt an die Oberfläche. Offenbar hat er nur auf einen neuen Besitzer gewartet. Hier führen mehrere Wege zum Ziel. Du kannst 4 Kristalle größer machen oder 8. Mhm. Ich glaube, ich habe 4 gemacht. Ich habe... Warte mal, können wir das im Hintergrund noch irgendwo sehen? Man kann es im Hintergrund sehen. Aber ist das vielleicht... Nee, wir haben beide da das gleiche irgendwie. Also ich glaube, das im Hintergrund ist einfach nur so ein Dingsbild. Weil, genau, das ist, glaube ich, meine Lösung. Weil bei deiner war hier an dieser Stelle, wo das ruhig ist, der größer. Okay, auf wie viele Möglichkeiten kommst du? Okay. Tiefe Spiegel im Rätselindex. Äußerst scharfsinnig, Ma'am, wenn ich das anmerken darf. Die Logik ist wirklich ein sehr präzises Werkzeug. Es hätte kaum leichter sein können. Wenn Sie jetzt so freundlich wären, mich zu entschuldigen. Ich muss mich noch um eine dringende Angelegenheit kümmern. Ich merke schon, als Butler ist man wirklich sehr beschäftigt hier. Das ist ja jetzt wohl egal. Ja, natürlich. Natürlich, Miss. Für dich doch alles. Das ist jetzt wohl egal. Schaut mal her. Hinter den Spiegeln gibt es einen Hohlraum. Ein Holzzaun. Warum hat da hinter dem Spiegel jemand einen Holzzaun? Ihre Stimmbänder, Emiana. Das ist doch nur der Kopf einer Schaufensterpuppe.
Ja, der Kopf wurde so angebracht, dass es aussieht, als ob mitten im Spiegel ein Bild ist. Oh, ja. Und eigentlich ist es gar kein Spiegel. Er besteht wie Maus eine Art spezieller Spiegelglas. Man kann eigentlich drin durchschauen. Ha, jemand hat's mitbekommen. Die Zeit. Mhm. Mhm. Ich nehme mir mal ein bisschen Zeit. Oh, was der alles für Sprüche gebracht hat in dem Film. Hm. Und jetzt bin ich da. Es tut mir sehr leid. Was? Schaut mal, es gibt sogar eine Lampe hinter dem Kopf, um ihn zu beleuchten. Aber wenigstens ist uns diesmal nicht das Mikrofon runtergefallen. Ja. Ja. Aber wir können das ändern. Nein. Oh. So sieht es aus, als ob der Spiegel einen abgestandenen Kopf zeigt. Hm. Also, das Rätsel des schrecklichen Spiegels ist gelöst. Meine Güte, jetzt ist nur noch eine der Schauergeschichten vom Tier-Anwesen ungeklärt. Diese Ermittlung ist so gut wie abgeschlossen. Ja, es scheint, dass es sich wirklich ausgezahlt hat, eng zusammenzuarbeiten und ich wieder drei Rätsel im Rückstand liege, anstatt auf eigene Faust zu versuchen. Aber ich glaube, du hast am Anfang mehr zurückgelegen. Also immerhin, eng zusammenarbeiten, so wie Emmy damals. Das denken Sie vielleicht, ich nicht. Oh, was ich für eine erfolgreiche Ermittlung brauche, sind Informationen, keine Zusammenarbeit. Die einzige Person, auf die ich mich verlassen kann, bin ich selbst. Andere Menschen sind doch nur Ablenkung. Ah. Danke für die aufmunternden Worte, Emiliana. Da soll noch einer sagen, sie hätten kein Selbstbewusstsein. Wie dem es sei, das reicht. Der schreckliche Spiegel ist wieder nur eine Trickserei. Irgendjemand hat all diese sogenannten übernatürlichen Phänomene nur inszeniert. Hä? Geht es dir gut, Miss Layton? Ich hatte gerade nur das Gefühl, als ob uns jemand beobachten würde. Der letzte der sechs Schrecken, meinen Sie? Der wandelnde Wiedergänge-Booster? Das könnte sein. Das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, in den Salon zurückzukehren. Der schreckliche Spiegel. Was ist mit dem jetzt genau? Das Hausmädchen von Frau von Doppelpfund hat von einem grauenhaften Spiegel im Keller des Teerhauses gehört, der das Spiegelbild von jedem, der hineinblickt, in eine grässliche Fratze verwandelt. Also ich muss sagen, diese Fratze, die erinnert mich auch an das Hausmädchen. Du kannst die Fratze an- und ausschalten. Es kommt zwar danach immer ein bisschen Text, aber du kannst sie an- und ausschalten. Das ist ja cool. Ja, nicht im Entferntesten gruselig. Es macht einem nur Angst, wenn man es nicht erwartet, oder? Ja, so wie Booster. Dann kannst du es nochmal anklicken und dann leuchtet es wieder und dann kommt derselbe Text. So, das machen wir jetzt die ganze Zeit bis zum Ende des Let's Plays. Bis ans Ende aller Tage. Das ist eigenartig. Kein Booster. Er war doch eben noch hier drin, oder? Schaut mal! Da kommt jemand mit einer Axt und will uns töten! Was? Da ist ein Gespenst! Ehrlich Booster. Jetzt? Ist das Booster oder ist das vielleicht... Das ist Booster. Nein, das, das ist... Booster. Nein, das sieht gar nicht aus von der Statue. Das ist Booster. Ich sag, das ist Mystère. Ich sag, das ist Booster. Das ist Sola. Buh. Wo ist es hin? Es ist einfach verschwunden. Nein, es ist den Gang dort hinein. Oh, hört mal, ich kann Schritte hören. Da geht wohl jemand die Treppe hoch oder etwas. Kommt alle mit. Aber haben denn Gespenster überhaupt Füße? Ja, ein Bettlaken mit zwei Augen dran. Also ich glaube nicht, dass das die Statur von Booster war. Außer er hat sich irgendwas auf den Kopf gepackt. Ja, das mit Redman war auch nicht die Statur von... Nee, das war eher die Statur von Sniffler. Ja. Geht es Ihnen gut, Sola?
Meine Güte, was ist denn los? Sie sehen ja totenblass aus. Ich finde ja Sola nicht so toll. Ich stehe ja mehr so auf Santa. Sansa? Nee, Santa. Santa! Ich trinke lieber Santa als Sola. Achso, ich dachte schon, du stehst auf dem Weihnachtsmann. Insgeheim, aber das sage ich niemandem. Wo ist das Gespenst? Wir waren ihm noch auf den Fersen. Aber hier scheint es nicht zu sein. Es ist verschwunden. Haben Sie denn nichts gesehen, Sola? Ja, wir können sprich wieder mit Sola, steht da. Ja, wir können eigentlich direkt mit ihr reden, weil hier haben wir alles untersucht. Ja. Oh, ein Rätsel! Oh je. Oh je, Mini. Sie wurden doch nicht etwa von einem grausigen Gespenst heimgesucht, oder? Nun, wir haben zumindest eine geisterhafte weiße Gestalt gesehen, also ein Bettlaken. Ach du meine Güte, das Haus ist also wirklich verflucht. Haben Sie denn nicht selbst gesehen, Sola? Nein, nichts. Aber ich bin die ganze Zeit auch in diesem Zimmer gewesen. Nun, in diese Richtung war das Gespenst unterwegs. In diese Richtung war auch das Gespenst unterwegs. Und es gibt kein anderes Zimmer, in das es verschwunden sein könnte. Wollen Sie damit sagen, Katria, dass es durch die Wand gegangen ist? Nun, Gespenster sind feinstoffliche Wesen. Feinstoffliche Wesen. Es könnte auch einfach verschwunden sein. So wie Sie manchmal auch einfach wie aus dem Nichts erscheinen. Sola, haben Sie irgendeine Ahnung, warum in diesem Haus Gespenster umgehen? Ja, weil irgendjemandem einen Bettlaken auf den Kopf gefallen ist und er es nicht abbekommt. Oh! Nein, nicht die geringste. Aber ich habe das Gefühl, dass ich manchmal nachempfinden kann, wie sich ein Geist verfühlen muss. Okay, das war sie. Oh, nee. Ich glaube, da ist ein wie nennt man das nochmal, Leerzeichen zu viel gesetzt. Sie kann nachempfinden, wie sich ein Geist wohlfühlen muss. Ja, so, oh, Dunkelheit, oh, das ist so toll. Okay, doch, das reicht, ist es wahrscheinlich. Was genau meinen Sie damit? Ganz allein in der Dunkelheit. Die armen Gespenster sind bestimmt so einsam, denke ich mir. Ich glaube, sie streifen eigentlich auf der Suche nach Gesellschaft umher. So wie bei diesem Rätsel. Alles ist immer wie bei Rätseln. Mhm. So, auf welcher Suche Schwarz-Weiß. Oh. Ja. Oh nö. Ja. Pixelart. Die schwarzen Gespenster wandeln auf weißen Wegen. Die weißen Gespenster auf schwarzen. Sie wurden im Schwarz-Weiß-Labyrinth von ihren Freunden getrennt. Verwende die 5 Felder, um die Wege zu verbinden, damit die weißen Gespenster vereint werden und die schwarzen Gespenster ebenso. Schiebe die Felder, um sie zu bewegen und das Labyrinth im rechten Bild zu vervollständigen. Die bereits platzierten Felder können nicht bewegt werden. Alles klar. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Problem. Ach so, man muss dann auch noch bestätigen. Das ist ja auch noch wichtig dann. Okay. Zu wissen. Das ist auch nicht so. Eins macht mir immer Schwierigkeiten. Die Weißen sind auf Schwarz. Aber man muss sie irgendwie vereinen können, oder wie? Oh Gott. Oh, wie soll man das denn machen? Hab's! Oh, verdammt mich. Okay, das ist es aber nicht. Das ist es auch nicht, oder? Doch. Nee, das ist es nicht. So, jetzt habe ich... Wo ist denn... Ach, da ist ein Weißer. Okay, die Weißen habe ich jetzt vereint und die Schwarzen...
Auch. Okay, bestätigen. Ja. Yeah. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Oh! Wie süß! Schwarz-Weiß-Ball. Jetzt ist das Labyrinth wieder verbunden und die Geisterpaare sind wieder vereint. Die Geister. Eine tolle Leistung. Wenn die ein Auto haben, sind das dann Geisterfahrer? Nein. Nicht? Mm-mm. Warum nicht? Weil sie dann das Lenkrad nicht festhalten können. Hm. Ach so, nee, dann sind sie ja Geisterläufer? Mhm. Weil sie nicht fahren können, ja.